Hallo Mädels. Ja, heute ist der 30.05.2015 und ich habe vor einiger Zeit ein Video mir angeguckt von Mausi S. Und da war sie beim Flohmarkt und ich liebe Flohmärkte abgöttisch. Und auf einmal zeigt die da ein Schaf und ich sammel und liebe. Ja, sammeln? Ja, sammeln würde ich ja nur hinterher sein, aber doch, wenn ein tolles Schaf irgendwo zu sehen ist, dann versuche ich mir das schon zu ergattern. Irgendwann zeigte dieser auf einmal so ein Schaf und da habe ich gedacht, wenn ich das Schaf auf dem Flohmarkt gesehen hätte, dann hätte ich nirgendwo anders mehr geguckt. Ich wäre so glücklich gewesen. Da hätte mich alles andere ja nicht interessiert, weil dann ist man irgendwie doch wie ein Kind. Und zwar dieses Schäfchen. Oh. Sandy, du hast mir da mit einem Monstermäßig. Ich hätte das nie rausgerückt. Ich hätte das nie rausgerückt. Guck mal, das ist so ein. Das klappt man so zusammen. Dann kann man am Bauch hier so zusammentackern. Ah. Moment. Und dann habt ihr hier so ein halbes Schaf. Hier so ein halbes Schaf habt ihr denn. Aber ich habe das offen und breite das so richtig aus. Kann man ja nicht sehen, wa? Und der liegt hier neben mein Köpfchen drinne. Und ich schlafe seit dem Tag, ich das bekommen habe. Ich habe das in eine Waschmaschine geballert. Du hattest dir gesagt, du hast das vom Flohmarkt, du hast da irgendwie einen Fleck gezeigt und so. Und das war überhaupt nicht schlimm, weil ich habe das gleich gewaschen und der Tag war so toll und ich habe da getrocknet draußen. Oh, und abends bin ich da mit dem Bett. Und seitdem, Sani, schlafe ich jeden Abend mit dem Schafi. Und das wird auch so ein Begleiter sein, wenn ich nämlich zu meiner Tochter manchmal gefahren bin. Ich hoffe, ich kann das bald mal wieder tun. Weil meine Ernie habt ihr ja im Video erlebt. Dann würde ich das mitgenommen, das ist mein Kissen. Ich fahre ja sonst im Urlaub auch mal mit meinem Kissen. Weil ohne meine Kissen kriegst du mich nirgendwo hin. Ja, das war der Schafi. Der Hammer war ja, ich hatte das Paket schon aufgemacht, weil mir ging es ja mordsdreckig. Und da habe ich gedacht, wer weiß, wann ich das filmen kann. Und ich war so neugierig, das durfte er mir nicht übel nehmen. Warum sollte mir das einer übel nehmen? Das ist eigentlich totaler Quatsch. Habe ich das geöffnet und habe das nur gesehen, das Wuschli. Und ich wusste genau, das ist der Schafi. Und hol das so raus und da klapperte das wie Hanne da drinnen in dem Karton. Und da hat die Sani mir noch was zugepackt. Oh, du bist echt eine Verrückte, aber das ist so lieb. Also ich hätte damit überhaupt nie gerechnet. Niemals. Und da du noch geschrieben hast, dass sich der Schaf wieder so überlegt hat, ich könnte ja eigentlich so eine Reise machen. Na, das war so allerliebst. Oh Mann, ey, ich freue mich so dermaßen. Ich liebe Schafis. Ich liebe Schafis. Und die heißen alle bei mir Jürgen. Weil mein Liebling heißt ja Jürgen und deswegen heißen die alle Jürgen. Ist das nicht süß? Oh, ich bin total verliebt. Aber jetzt zeige ich euch noch ganz schnell, was die Sani mir da noch in die Ballert hat. Hammer. Moment. Ups, das habe ich mir in so einer Box gemacht, weil die Pinkbox kriege ich ja nicht mehr. Die hat ja deabonniert. Aus einem ganz bestimmten Grund. Ich hatte zweimal geschrieben, dass ich ja nun keine Haare mehr habe und ich kann diese Haarprodukte ja nicht brauchen. Kam leider keine Antwort und nichts. Da habe ich gedacht, na gut, dann deabonnierst du das Teil eben so und dann der Hammer war ja, dann das schreiben sie wahrscheinlich jeden, ja. Es tut uns aber leid, dass sie nicht mehr, weiß ich, was bla 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 Kacke da haben wollten. Ich schrieb mal, hallo, was, dann wären sie mal drauf eingegangen, wären sie ein bisschen kundenfreundlicher gewesen, wäre ich dabei geblieben, ja. Aber ist egal. Jetzt habe ich eine Box und da sind Sani ihre Sachen drin und dann ist das gut. So, ich fange mal einfach an, ich greife hier rein und fertig. Die Sani hat mir eine Ringelblumensalbe geschickt. Was mich ein bisschen verwundert hat, Sani, ist, da steht Schlecker drauf. Aber hinten steht drauf, ihr Platz. Ja, das verstehe ich nicht. Haben die jetzt erst gehortet und dann verkauft? Aber ich muss sagen, das ist die absolute Nachtcreme. Ich bin ja dieser Baumwollhandschuhträgerin, ja. Und ich war erstaunt, dass die mir vom Geruch gefällt. Ich habe erst gedacht, na, Ringelblume. Nee, nee. Sani, das ist echt tolles Zeug. Also hätte ich nie gedacht, ich baller natürlich anständig ruf, aber man hat ja Handcremes und die müssen wir aufbrauchen. Ne? Ich bin ja kein Horter. So. Dann war dabei von Essence so ein Eau de Toilette.
Also am Anfang habe ich gerochen, habe ich mir jetzt so nicht gespürt, aber naja, ja, jetzt riecht das auch länger. Also wenn man das, ich erkläre das anders. Ich habe da drin gesprüht, habe gerochen, habe ich gedacht, boah, nee. Dann habe ich mir halt hier raufgesprüht und bitte nicht reiben, finde ich immer furchtbar. Man zerreibt nämlich die Note. Also habe ich mir da draufgeballert, einfach beiseite gestellt und nach einer bestimmten Zeit immer wieder geschnüffelt. Da habe ich gedacht, das geht, das geht. Da brauchst du so einen Tag, wo ich sagen würde, wo ich ja, also so drauf bin und ein bisschen... Sagen wir mal, und sportlich kann ich ja momentan nicht sein, wenn ich 15 Stufen hoch gehe, dann pfeife ich noch das letzte Loch. Aber ja, wenn ich so ein bisschen aktiver sein würde wollen, genau so beschreibe ich das, war ich doch überrascht. Da freue ich mich drüber. So, dann war hier drinne von, ich wollte sie nicht aufsetzen, aber ich muss aufsetzen. Von Manhattan. Das ist so eine Concealer-Palette. Habe ich schon reingedutscht. Die werde ich mir auch noch ein bisschen beiseite packen, weil ich denke mal, die ist noch nicht so lange auf dem Markt. Aber da habe ich mir überlegt, die werde ich mal so für unterwegs mitnehmen. Also mit dem grünen Zeug habt ihr irgendwo recht. Aber ich würde danach immer was nachpudern, weil ich habe immer das Gefühl, ich sehe doch ein bisschen grün aus, ne? Ich habe ja nur hier so ein paar kleine Äderchen, die man so sieht. Und die darf man auch sehen, die will ich auch nicht richtig zudatschen eigentlich. Weil dann sieht das mal doch noch ein bisschen natürlicher aus, ne? Jedenfalls, die war drin. Fand ich auch cool. Dann hat sie mir... Schüttel, schüttel, schüttel. War das der hier? Warte mal, eben muss ich leider entsorgen. Ja. Das ist so ein Topcoat... Jetzt habe ich hier keine Brille auf, wartet. Von Catrice, aber der ist schon irgendwie hart oder so, ja. Also jedenfalls kann man damit nicht mehr anfangen, der ist so rotzig irgendwie. Aber ist egal, ich meine, ich weiß, dass Anni mir das jetzt nicht übel nimmt, aber manchmal ist es so, dass man dann einfach zu oft benutzt oder weiß ich was und dann ist das irgendwann kippt die Kacke, da kann man ja sagen, was er will. Dann werden die Nagellacke einfach, ja, wie nennt man das? Zehe, nennen wir das Zehe. Aber da gibt es einen Ausgleich. Jo, 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 jo. Oh, da freue ich mich so sehr. Sani hat mir von Essence, ich finde das mal blöd, man findet hier keinen Namen oder irgendwas. Das ist so ein Kupferbraunton mit Goldglitter drin. In der Kamera wirkt der ziemlich orange, was mir momentan auch scheißegal ist. Aber Leute, da freue ich mich auf den Herbst und der hat einen schönen Pinsel. Jedenfalls steht hier drauf hinten, also unten eine 14, ob das eine Farbnummer ist, fragt mich nach Storch, weiß ich nicht. Aber der ist sehr, sehr hübsch. Oh, ich habe den Intermo auf den Nagel drauf gemacht. Oh, und ich trage im Winter so Khaki und Brauntöne so gerne. Herrlich. Und der Burner war von Manhattan. Ein richtiges Oliv, also richtig wie grüne Oliven und ich liebe grüne Oliven. Da steht Green Bronex. Also da sind so gold und rote Glitzerstückchen, oh, das kann man gut erkennen, Glitzerstückchen drin. Ich drehe ich mal noch den Namen um. Oh, der ist, ey Sani, der ist so, so schön. Ah, da freue ich mich total drüber. Oh, das sah auch toll aus. Ich habe den erstmal auf dem Blatt gemacht. Da habe ich gedacht, boah, der hat den Glitzer drin. Habe ich ohne Brille ja nie gesehen, ne? War ja klar. Aber der ist wunderschön. Und da danke ich dir so sehr. So sehr. Ja. Nee, oh, jetzt muss ich mich entschuldigen. Jetzt muss ich mich entschuldigen. Nee, der war gut. Und ich glaube, der war das. Ja, hier, wo jetzt. Das ist von Revive the Loop. Glamrock, das war bestimmt mal eine LDE oder weiß ich was. Das richtig, das Schild ist abgenibbelt, lila Glam, 02 lila Glam. Der ist leider schön. Ne, war da doch der andere. Ja, der ist nämlich schön, flüssig. Ein Meer von lila Glitter, Glimmer. Ich scheue mich ja nicht, so ein Zeug drauf zu machen, weil ich setze mich ja wirklich mit Folie dahin und
hau hier ein bisschen Folie rum, dann tippe ich ein bisschen auf mein iPad und dann geht das auch alles schön ab. Weiter, oh, der ist auch so. Den habe ich schon jeden Tag mal getragen, muss ich sagen. Ich meine, der Päckchen liegt ja auch schon eine Weile jetzt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann er angekommen ist. Aber ich war einfach nicht in der Lage, was zu machen, weil ich bin einfach nur fertig gewesen. Von Essence, diesen hier, eine wunderschöne Farbe. Oh, ich liebe das Zeug. Bin ich natürlich der aufgesprungen, habe geguckt, ob ich auch so eine Farbe habe. Hier steht die Farbe. Verzeiht mir, wenn ich hier so rumwackel, aber ich habe kaum Kraft in der Arme. Der ist hübsch und ich habe so eine Farbe habe ich noch nicht. Nee. Ich habe rangehalten, nee. Ich habe einen, der ähnelt dem, aber der ist mehr ins Kirschrot drin und der ist ja mehr hier so Beereton und das ist so hübsch. Den habe ich eh da schon getragen, wo ich meine rosane Mütze auf habe. Heute bin ich ja in lila. Ich habe sogar einen lila Pullover an. Außer meine Augen, das muss ich euch auch mal zeigen. Hoffentlich. Ja, hat die Mutti sich heute extra schön gemacht für euch. Jo, weiter. Von Essence ein lang, 12 Stunden lang lasting matte Make-up. Das konnte ich ja nur noch nicht probieren, aber das kennt ihr bestimmt alle. Und ja, ich mische ja das alles mit meiner Dr. Hauschka Creme, weil sonst bei Make-up habe ich echt Probleme, weil ich weiß nicht, mich trocknet das irgendwie aus sonst. Aber wenn ich das gemischt habe, weiter. Oh, Sandy, ich weiß nicht, warum du das gemacht hast, weil von Kiko eine Foundation und der Hammer ist, ich habe schon mal eine gekriegt von der Laura und das sind unterschiedliche Töne. Der Hammer ist, erst habe ich gedacht in der Flasche, oh, der sieht aber dunkel aus. So dunkel ist der ja nicht. Die Medium Foundation, Nummer A2 steht da drauf. Also ich finde das relativ hell, weil wenn man das verreibt, ist das eigentlich meine Haut. Also jetzt meine Fleckenhaut hier. Im Gesicht bin ich ja, habe ich ja noch hier und unter den Augen alle zu hell. Da habe ich mich auch gefreut. Jetzt kann ich die benutzen. Vor allen Dingen kann ich die mal mischen mit der anderen, da freue ich mich mit drüber. Aber wieder mit ein klein bisschen Dr. Hauschka Creme drin und dann funktioniert das auch. Ja, ach, dann kam noch dieser hier mit, so ein kleiner Pinsel. Und damit werde ich jetzt immer meinen Highlighter auftragen, weil ich finde den eigentlich cool. Der ist ein bisschen schmaler, den kennen auch ganz viele von euch, da muss ich nicht viel sagen zu. Und den nehme ich jetzt immer so, wenn ich den Highlighter auftrage, ja. Das meint nicht ganz so oft. Ja, doch, eigentlich schon. Manchmal habe ich das schon vergessen, habe ich mich nicht ärgert. Aber dafür werde ich den jetzt benutzen. So, jetzt kann er jetzt endlich da rein. Juju. Dann hat die Sani mir Ice Cream Shimmer Pearls von Essence. Ich finde die Verpackung ja eigentlich niedlich, obwohl, na klar, kleine Verpackungsopfer bin ich auch. Und ja, hinten steht das hier drauf. Die haben bestimmt auch einige von euch. Was ich gut von denen finde, ist, dass die nicht so extrem so bang machen. Da sind ganz viele verschiedene Farben von Kugeln drin. Und das fand ich eigentlich ganz gut doch. Also das ist nicht so dolle. Man schimmert, aber nicht eben so extrem. Ich mag das Extreme denn nicht. Nee. Ich nehme ja sonst immer diesen Stick, den ich da habe. Einen Ruckzuck-Stick. Ja, aber das finde ich schön. Das ist so ein bisschen dezent, das gefällt mir. Dann hat die Sani mir noch ein Long Lasting Nagellack von 03 Doc von Essence geschenkt in Orange, aber ein schönes tendierend Orange-Gelb mehr. Also die gefällt mir gut, weil ich habe ein schönes Orange vor kurzem erst auch geschickt gekriegt gehabt. Da hatte ich auch in meinem Pack schon Auspack-Aktion da gezeigt. Aber das ist so ein wirklich ein schönes Orange. Das passt auch gut zu lila, muss ich sagen. Also zu meinem Pullover jedenfalls ist das dunkel. Das finde ich ja auch gut. Tesco West habe ich noch nicht probiert. Ich sage jetzt nicht zu jedem Stück Danke, weil das ist ja. Das wird ihn rausrutschen, na klar. Dann war hier drin von Altera Naturkosmetik
02 Medium mit Granatapfelextrakt. Das ist so ein. Oh, das ist so weich, ey, da habe ich echt gestaunt. Also ein Puder, wo ich eigentlich auch erst skeptisch war, aber das habe ich schon probiert und das war angenehm. Dafür danke ich dir auch und dieses Medium ist wirklich auch, das bin ich. Ich bin nicht dieses, das finde ich mal niedlich, wenn ihr sagt, wie sagt ihr immer, weißes Häutchen. Nee, das habe ich nicht so. Ich bin von Natur aus nicht so, außer wenn es mir schlecht ist, dann bin ich mega blass. Aber das passt genau, da habe ich mir echt gefreut. War ich wirklich, also ich habe mich wirklich ertappt, wo ich erst immer, die Skepsis ist ja da, ne? Aber dass es dann auf einmal doch so toll funktioniert und dass man sich damit so wohlfühlt, finde ich ja total klasse. Dann hat die Sani mir noch ein Terracotta Brush On. Aber ein Brush ist das nicht. Von Flomar. Na? Jo. Mit beigepackt. Sag ich jetzt auch schon, sagen es viele. Aber, also, als ich den aufgemacht habe, war ich ja geplättet wie ein Bügeleisen. Guckt euch das mal an, das ist der Burner. Aber das würde ich mir nie pur... Nee, würde ich mir nie pur ins Gesicht hauen. Das kann man schön als Highlighter nehmen oder toll als Lidschatten. Oh. Dann habe ich überlegt, ich habe so von meiner Mutter noch ein Rouge. Das wollte ich nur aufheben, weil es von meiner Mutter war, weil das so ein richtig Bang-Rot ist. Aber ich habe überlegt, wenn ich immer im Bang-Rot knalle und immer hierin und das eigentlich vermische, dann ist das bestimmt wunderschön. Und das werde ich auch demnächst jetzt mal probieren. Danke, liebe Sani, da habe ich mir echt gefreut. Oh, sieht so Hammer aus. Das Beste kommt immer zum Schluss, sage ich immer. Da freue ich mich auch. Ich glaube, da hatte ich irgendwie meine Kommentare von dir irgendwie was geschrieben oder du hast mir geschrieben oder so. Ich mochte früher auch immer total diese ägyptische Erde. Habe ich früher unheimlich gerne benutzt. Und der Hammer ist, die Sani hat mir so ein... Das ist diese ägyptische Erde. Oh, ich finde die so, so, so toll. Ich mochte die früher immer. Das ist natürlich ein Bangbraun, ne? Aber ich finde, wenn man damit mit einem Pinsel schön das... Oh, Entschuldigung, jetzt brauche ich meinen Kaffee. Prost. Oh, jetzt habe ich mich verschluckt. Oh ja. Wenn man damit mit einem Pinsel dezent umgeht, ja... Ist das so ein geiles Zeug. Aber da muss man vorsichtig sein und wirklich, ja, schön leicht sich so eine Sonnenbräune mit Knallen. Finde ich Hammer. Freue ich mich ganz, ganz doll. Ich habe da so oft jetzt zuvor gestanden, wenn ich das auch mal gesehen habe bei Adeko. Jedenfalls bei uns da irgendwie so eine Parfümerie, da gibt es Adeko und so weiter. Und da habe ich das auch liegen sehen. Das hat mich jetzt schon gereizt. Das war ja immer schon früher auch schon immer teuer. Aber ich fand das total toll. Das habe ich erst mal damals gesehen im Fernsehen, genau. Weiter! Von L'Oreal Nude Magic BB Cream. Ach, das ist ein Concealer. Uhu. Hautton anpassende Pigmente. Ach, kicke an. Ich fand das ja schon vom Stift her lustig, ja? Den kennen bestimmt auch einige von euch. Also, den habe ich noch nie in meinem Leben gesehen vorher. Witzig ist, das ist so eine Metallkugel und das ist mörderisch dunkel. Oh, echt. Aber ich habe überlegt, oh, das ist ja echt, guck mal, das ist so dunkel. Seht ihr das? Ja. Aber ich werde das mit irgendwas mischen. Ich weiß, was ich damit mischen kann. Jetzt fällt es mir ein. Die Sani hatte mir den noch ingepackt. Lift Plus Retuschier, weiß ich was, Concealer von, jetzt muss ich mal gucken, von Schwarzkopf. Ey, hallo, machen die sowas auch? Das ist einer so mit so einem Pinselchen. Und der ist wiederum mordshell. Das ist jetzt der da. Und das andere war das hier.
Und das gemischt und das eine ist ein bisschen fester und das ist hier ein bisschen flüssiger. Und dann finde ich das gut. Ja, dann finde ich das gut. Wir sind ja nicht blöd, ne? Wir können ja mischen. Das muss ich mir jetzt mal herpacken. Ja! Ein Duft hat sie mir noch eingepackt. Da freue ich mich, weil ich das liebe. Ich wollte eigentlich ein Aufgebraucht-Video machen, aber ich glaube, das brauche ich nicht machen. Wenn ihr, dann können wir 3 Stunden hier sitzen, weil ich habe lauter Proben und Päckchen und so eine ja, kleine Probepackung aufgeballert und war 1000 Mal eine Wanne. Wenn ich da jede Probe hier zeige, das und das Teig genommen, also Ich kann höchstens mal zeigen, was ich toll fand oder was ich total scheiße fand. Und was normal ist, ist normal. Ne? Aber ja, jedenfalls nochmal zurück. Sani hat mir so eine tolle Duftprobe mit dir geben oder mit dir schickt, eure Toilette. Ich liebe den Duft. Sani, wirklich, ich liebe den Duft. Das hätte ich nicht gedacht. Ich finde jetzt wichtig, dass man sich das mal merkt. Knallt euch was drauf, lasst jetzt alles in Ruhe und riecht dann später mal irgendwann dran. Denn finde ich, ist es da. Und bitte nicht reiben, macht mich irre. Ja, und bei mir bleiben die Teile ja in der Verpackung, weil Aldiweil, weil ja, denn mal ich frage, Mensch, was kann man dir denn schenken? Und dann suche ich mir mein Bröbchen aus, was ich momentan total gerne habe und sage, guck mal, damit machst du nichts verkehrt, ne? Und sagt Liebling auch mal, das ist eine tolle Idee, dann geht er los, hat das Ding in der Hand, das Kärtchen und sagt, hier, Madame, suchen Sie mir was raus, ne? Also kommt das dahin. Davon habe ich mir auch ein paar aus, na, alle gemacht. Und wenn ich das jetzt alle zeige, ja, ist ja nicht normal, ne? Also ja, der Concealer, der eine, der hält ja wie Hanne, ja. Also der von L'Oreal, der mit der Metallkugel. Kriegst du ja einen runtergewischt. Ups, so. Weiter! Dann hat die Sonny mir Limited Edition eine 10.03 Lovely, weiß ich was alles hier, von Catrice. Das könnt ihr schön selber lesen. Ja, kickt euch das mal an, das ist ja hier, das sieht aus wie so ein Altgold. Wie Altgold. Ach so, Alex, wenn du das jetzt sehen solltest, das Video, ich trage heute von dir einen Nagellack. Ein Essie-Nagellack, oh, den liebe ich. Der passt mich überall zu. Das ist so ein Altgold hier. Ey, der ist wirklich weich. Guckt das mal an. Das sieht doch wunderschön aus. Dazu Brauntöne oder ein schönes Grün. Oh, so ein Olivgrün. Oh, ich finde das total klasse. Habe ich mich gefreut. Sani, das Schaf, das war für mich der Burner. Und als ich jetzt rausgeruppt habe, hätte ich doch nie mit dir rechnen, dass das noch so ein Kram alles mit Boys, ne? Ach nee, ich noch einen Nagellack. Ich habe gedacht, ich bin fertig mit Nagellack. Das ist noch einer. Von P2 Perfekt gepflegte Nägel. Aha. Habe ich mir noch nie gesehen. Guck mal, da ist so was anderes noch drauf. Wie gesagt, ich habe das nur ausgepackt, habe das darin gemacht und habe das erstmal beiseite gestellt. Außer der Lippenstift kommt noch. Den trage ich. Oh, den liebe ich so. Habe ich noch nicht gesehen, muss ich mal ausprobieren. Und erstmal vor allen Dingen mache ich die durchlesen. Ach, da steht 020 So Happy. So Happy. Ah, okay. Krieg vielleicht gute Laune. Oh, den finde ich auch toll. Sani, da habe ich mir eh einen Nagel mal schon lackiert mit. Von Manhattan. Oh Gott, hier findet man hier Namen? Ich weiß es nicht. Soll das der Name da sein? Ich denke schon, guck mal. Das ist ein lila, changierend mit Silber so. Oh, das ist wunderbar. Also so metallic lila. Lila Brombeere. Sehr hübsche Farbe. Das Coole ist, man kriegt was zugeschickt und ich selbst im Laden hätte auf sowas nie geguckt. Ich hätte nicht angeguckt. Na gut, außer dem Khaki und diese bräunliche da, da hätte ich auf jeden Fall hingeguckt. Aber sonst so, das sind oft so Sachen, wo man ja hingeguckt hätte. Und wenn man das auf eben hat und probiert das aus oder macht das drauf und dachte sich, boah, ist geil. Irre, oder?
Jo, vom P2 ein Summer Artik, weiß ich was. Lest mal schön selber. Ja. 5 Milliliter sind da drin. Ein Lipgloss. Also den finde ich auch klasse. Ist schade, ich muss warten bis zum Herbst, weil der passt super zum Herbst. Oh. Oh, die riechen so lecker. Oh, guck mal. Also ich finde den total schön. Normalerweise ist das dein Beuteschema. Oder du hast ihn doppelt. Ich denke mal, das wirst du doppelt haben, doch. Ich finde den total klasse. Oh, ich liebe den schon jetzt. Aber ganz dolle. Naja, komm mal dazu. Nicht reden. Liebe Sani, ich muss dir ganz ehrlich sagen, du guckst ja auch mal meine Videos oder hin und wieder mal oder vielleicht auch immer, ich weiß es nicht. Ich kann wirklich ohne Lipliner nicht. Und ich will das auch ja nicht. Und die Sani hat mir welche geschickt und die Farben sind so schön. Ein von Catrice. Ein Lipliner. Oh, finde ich hier eine Nummer. Oh, ich hasse das, diese Nummersuche, Reiter und so. Nee, finde ich keine Nummer. Der geht auch ins Bräunliche. Ist mit so einer Spitze hier. Das ist der hier. Also braun-nude. Super klasse. Oh, da habe ich mich total gefreut, weil so viele Pläne habe ich nicht. Ich habe von P2 diese Eckchen. Da habe ich zwei, jetzt vier. Ja, vier habe ich jetzt. Denn von dir jetzt endlich den da schön. Oh. Dann hat sie mir noch einen etwas dunkleren, das ist jetzt der da, von Astor. Oh, da steht Lip Pencil 020 Cappuccino. Aha. Der ist auch schön. Und den kann man anspitzen, da freue ich mich auch drüber. Von P2. Gel, ne, Impressive Gel Lip Liner. Der hat hinten noch so einen kleinen Anspitzer hier. Ist auch einer zum Rausdrehen und die Farbe finde ich auch mordsmäßig. Das ist der jetzt hier. Butterweich, perfekt. Oh, ich liebe Lip Liner. Also ich mache das, das geht bei mir so rucki zucki und das brauche ich auch. Sonst fühle ich mich nicht wohl, wenn ich einfach so Lippenstift drauf klatsche. Nee. Wenn das so ein ganz leichter ist, den ich in meine Stadt nochmal nachziehe, dann ist es mir ideal, aber wenn ich so ein bisschen Bang Bang oder sowas trage, dann muss das dann so anders sein. Jo, das muss ich mir erstmal alles übersetzen hier. Da bin ich noch nicht ganz firm mit. Das sind zwei so eine Pröbchen. Oh, toll. Zwei so eine Pröbchen. Aber ich sehe das alles gar nicht so schlimm, weil wir haben ja Google. Und ich werde mir die googeln. Weiß nicht, wofür das jetzt ist. Smoothing. Ist nicht so schlimm. Mutti googelt. Aber ich liebe ja Pröbchen. Achso, Sani, weil ich dir noch sagen wollte. Moldavid und du, ihr seid ja so ein bisschen so fixiert auf diese Steine. Und ich finde Steine wunderschön. Aber ich habe keine Ahnung davon. Ich finde den Bernstein auch schön. Aber du hattest mir ihn drin gepackt. In diesem Säckchen. Genau, dein Paket kam an, als ich letztens bei der Chemo war. Genau. Und natürlich ist immer die Angst danach, wie wird es dir gehen? Und du hattest in diesem Säckchen, ich glaube, und wäre schön, wenn du mir schreiben würdest, ob das wirklich, ich nehme mit an, das ist ein Bergkristall. Und man sagte, der Bergkristall soll heilend sein. Sani, seit dem Tag, wo ich das unboxiert habe, dass der große Karton hier wegkommt, in diesen anderen Kästchen drin gemacht und das gesehen habe, seitdem habe ich den um. Tag und Nacht. Oh, den müsste ich eigentlich mal. Muss ich jetzt den abnehmen? Nö, das sieht man. Ich habe den seitdem um und ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mir immer eine innere Stimme gesagt: Ja, bind den um.